Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Train Fever. Wir sind stehen geblieben. Und zwar habe ich mich ja gewundert, dass wir extrem so viel mit der Strecke Aub-Bernstorf jetzt verdienen mit 2,3 Millionen. Ey, ich bin echt überrascht. Ja, und habe jetzt mal geguckt, was wir noch so machen könnten. Und zwar, da der Zug hier, der Warnzug, beziehungsweise der Holzzug, der ja diese Baumstämme hier in die Fabrik schafft, die dann zu Produkte oder zu Waren verarbeitet sind, ist ja auch schon ein bisschen alt. Und hat ja, wie ich so gerade sehe, wo war das? Ja, auch schon 674 als, ja, mit dieser kleinen Bimmelbahn schon fast wie so eine große. Da er eh so langsam noch ist, mit 40 Höchstgeschwindigkeit, werden wir den auch gleich ablösen. Wenn wir schon einmal dabei sind. Heißt, der andere Zug, der hier, nicht den da, um Gottes Willen, weil ich möchte keine Millionen ausgeben für einen Holzzug, weil der hat 90 Kilonewton, der hatte 80, also ist so ungefähr gleich, sehe ich das so richtig? Naja, ist doppelt so schnell. Aber ja, hat das Doppelte dann eben an Gehalt. Aber wieso hat er so viel? Der hat da bloß 285. Was hatten wir hier gehabt? Er ist schon bei 674 mehr. Okay, das ist schon eine Menge. Wert? 770.000? Was hat denn der gekostet? Das ist so ein ganz anderer. Ja, das muss ich nochmal durchsehen. Glaub noch. Ach, das ist ja Oberhausen-Rheinhausen. Ach du Scheiße. Okay. Nee, den lass mal noch. Ich dachte, das ist der Holz. Das ist der Oberhausen-Rheinhausen-Zug. Das ist ein Blödsinn. Kann doch gar nicht sein. Oder? Das kann nicht der Oberhausen-Rheinhausen-Zug sein. Weil. Holzzug 1 Oberhausen-Rheinhausen. Das muss ich jetzt nie verstehen. Warum habe ich nach Holzzug 1 Oberhausen-Rheinhausen geschrieben? Aber das ist mir jetzt ein bisschen. Das muss ich jetzt nie verstehen. Warum steht da jetzt Oberhausen-Rheinhausen? Bin ich da jetzt leicht verwirrt, oder? Kaka, kann nicht sein. 20 Anhänger, macht 44.000, 6 Minuten. Nö, der wird gewechselt, ganz einfach. Kaufen. So. Ins Depot. So. Ab ins Depot mit dir. Komm schon, gib Gas. Da werden uns jetzt da hinten die Holzstämme flöten gehen. Weil wir jetzt hier so langsam brauchen. So, den verkaufen. 202, also der kann gar nicht so. Wo ist er denn jetzt hin? Oh, nee, oder? Das ist natürlich immer geil. Nein, jetzt habe ich einen verkauft. Gleich wieder einen dazu kaufen. Wenn man 20 Stück dranhängt, dann ist das eben ein bisschen blöd. So, zukaufen. Wo war er? Hier unten. So, 20 Züge, Linie zuweisen. Holzzug 1. Ab auf die Reise mit dir. Guck mal gleich mal. 20, genau. 137 Sekunden, okay. Und jetzt wird natürlich das ganze Holz hier. Wo ist es? Natürlich weggegangen sein, bestimmt. Kann man gleich mal gucken. Cargo. Ja, da ist es.
Naja. Zweiundachtzig. Gut. Also wie gesagt, auf der Strecke hier bin ich echt überrascht, dass hier mit den 2 Millionen, also er ist ja genauso jetzt hier mit Bernsdorf, der macht ja gleich das Doppelte, ist ja abartig. Was ist denn hier los? Muss ich jetzt alle auswechseln, damit ich hier eine Million kriege? 37,70. Also sie sind auch halb voll bloß, ne? Also war schon richtig krank. Die Wirtschaft boomt. So, den hier. Ah, Mann. Holz 0. Will er rauszoomen? Nein, der macht nicht mehr. Der will auch nicht mehr. 21. Was hat er jetzt? 4-mal Güter. Nicht gerade viel. So, der könnte jetzt eigentlich auch mal hier getauscht werden. 1140 km/h ist wirklich nicht viel gerade. Blöd jetzt eben bloß. Der hat Güter, wenn ich die jetzt wegmache. Krieg ich den auch nicht mal am Bahnhof rennen. Alles richtig beschissen. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich glaube nicht. Ja, haben wir es hingekriegt. Mein 3. Ne, die haben alle hingekriegt. Geil. Gut. Züge kaufen. Was hatte der gehabt? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. 415 im Jahr. Der war aus 9 Jahre. Ja, ist egal. Er ist einfach, finde ich, zu langsam. 400 hat er gehabt. Das ist der gleiche wie der hier. So, verkaufen. Kaufen. So, Linie zuweisen. Was ist das für einer? Holzzug 2. Ja, dann gib mal Gas. Oberhausen, Rheinhausen, die sind glaube auch, ja, im Arsch. Oberhausen, Rheinhausen, oder wie hießen die? Waren 1, Oberhausen, Rheinhausen, okay. Waren 1, Oberhausen, Rheinhausen, dann mal gleich mal ändern. Hält auch wieder nicht da, verstehe ich nicht, okay. Waren 1, ach. Waren, wo haben wir denn? Waren 1, Oberhausen, Rheinhausen. Okay, das wird hier sein. 1, 2, 3, 4. Viere, die machen wir weg. Wir haben LKW schon mittlerweile. Da machen wir 3, würde ich sagen. 1, 2, 3. Die schaffen 50 km/h und die Gäule, wenn ich das mal so sage, die schaffen 15. Das ist echt ein himmelweiter Unterschied zwischen diesen hier, die mit 15 da rumgammeln. Okay. So. Waren 1, Oberhausen, Rheinhausen. Ich werde jetzt wirklich gucken, ob wir die wirklich haben. Nicht, dass wir jetzt wirklich ein anderes wieder rausholen. Hatte ich nämlich auch schon gehabt. So, Waren 1, Oberhausen, Rheinhausen. Gut, da kann man die Linie, mache ich jetzt einfach platt. Also, löschen. Waren 1, das hier war es gewesen. Oder? Jetzt sehe ich schon wieder nicht durch.
Doch, das war wahr. Weil es da nämlich noch Waren 2 gab. Deswegen mache ich mir jetzt gerade ein bisschen wuschig. Waren 1, Oberhosen, Reinhausen. Na, lieber doppelt gucken als Kacke zu löschen. Oh, verkaufen. Linie zuweisen. Waren 1, Oberhosen, Reinhausen. So. Haben wir die auch mal verändert? Was ist am Waren 2 Oberhosen Reinhausen? Das möchte ich mal sehen. Waren 2 Oberhosen Reinhausen, weil die müssten eigentlich alle weg. Das sind. Nein, nicht den. Da. Ah, die machen Plus, erstaunlich, richtig. Ach, da hier oben. Okay. Die fahren dann. Wo fahren die hin? Auch noch mal in die Stadt. Okay. Waren 2 Oberhausen Reinhausen. Waren 2. Das sind 1, 2, 3, 4. Nehmen wir auch 3. Okay, machen wir die jetzt auch mal weg. Auch wenn wir die jetzt das ein bisschen verlieren werden. Kaufen wir gleich mal wieder 3 LKWs. 1, 2, 3. Waren 2 Oberhausen Reinhausen. Löschen. So. Linie zuweisen. Waren 2 Oberhausen Reinhausen. So. Gut. Weil man sieht ja, wie die fahren, also die fahren ja schon logischerweise schneller wie alle anderen. Und die Gäule, die schlafen ein. 33,70, okay. Wann gibt es hier noch eine, die hier runtergeht? Ich weiß gar nicht, welche das ist. Oh Mann, ey. Nach Bernstorf. Tippe ich jetzt mal, dass es das ist, genau. Bernstorf. Oh Mann, da sind 1, 2, 3, 4, 5, 7? Pferdefuhrwerk. 4 bis 3 macht 7, genau. Waren 2, Bernstorf. 7. Also 4 würde ich ja sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sicher ist sicher. So, waren 2. Waren Bernstorf. So, weg. Waren 2 Bernstorf. Oder waren Bernstorf 2 so rum. Macht der mehr oder weniger? Jetzt genauso bei denen hier mal gucken. 180 waren es gewesen. 200, okay. Wir stehen jetzt hier 49. So, was sagt. Ach, nicht das. Ich drücke jedes Mal falsch. Das hier wollte ich haben. Also der ist auch bald bei 200 wieder. Okay. So, wo haben wir noch Pferde? Nirgendwo eigentlich. Ah, doch hier. Im Waren 2 Aub. Das ist aber so ein Einzelner, wenn ich mich nicht irre. Und hier sehen wir natürlich auch schon unseren. Ja,
dass die eben auch nicht mehr gerade hier genutzt haben. 35 km, Alter, ich fresse mir 40. Hier müssen wir auch ein schnelles. Mal schnelles ansammeln. 40. Nee, ist ja nicht Falkenhagen, das ist. Doch, das ist Falkenhagen. Ja, die nehmen, wie gesagt, die nehmen ja hier auch schon. Er fährt zum Geschäft. Der wohnt in Falkenhagen, hat ein Geschäft aber in Aub. Okay. Und ihr seht, er hält alles auf. Wunderschön. Waren 2 Aub. Gucken wir mal da, was da ist. Waren 2. Waren da? Ja, toll, 1. 11 Minuten. Und der macht Minus. Lohnt sich das überhaupt? Nee. Waren 2 Aub. Wir werden jetzt einfach einen holen. Kaufen. Hat jetzt überhaupt was? Nö. 11 Minuten braucht er für die Fahrt. Das ist schon für die kleine Stück. Waren 2 Orb. Löschen. Müssen wir das bloß noch hinkriegen. Waren 2 Orb. Ach ja, waren 2. 4 Minuten. Da haben wir mal ratzfatz gesenkt. Die Zeit. So hält er auch nicht andere auf. Wie der hier. Ach scheiße, der ist jetzt wieder voll. Okay. Oh, 60. Leute, irre. Was haben wir hier für... Haben wir auch noch Pferdekutschen? Da haben wir noch die alten Drasin. Die sind... Naja, okay. 35 Jahre alt. Nicht mehr die jüngsten. Ja, schon bald die Überlegung wert. Eventuell die Züge nämlich auch zu so auszusortieren, Quatsch, abzugraden. Was sinnvoll ist da mit den Millionen? Er fährt ja nur 40, ey, das ist ja grauenhaft. Oder reicht das schon mit den 90er? Das ist ja unnormal, guckt euch das mal an hier. Der schläft ja den Berg hoch ein. Da ist ja morgen noch nicht mal, da fährt er mit 30 hoch. Das ist ja grauenhaft, ey. Falkenhagen Aub, also das ist echt. Guck mal, RB Falkenhagen Aub. Er macht zwar plus, aber. Ja, 25, also. Er ist ja schon normal. Also so lahmarsch, ja, geht ja gar nicht. Auch 20 erreicht man, okay. Nee, also hier muss definitiv ein anderer Zug her. Das ist... Anfang war das okay, aber jetzt möchte ich jetzt auch nicht den Millionenzug nehmen. Bei 90, der hat 120 Kilonewton Zugkraft. Ja, der hat auch mehr Power, aber der hält auch in dem Ding hier. 60... Nehmen wir wieder den hier. 5. Genau. Also den hier. Kaufen. Und den Dreiachser 5 mal. 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3, 4, 5. Klonen. Oh Mann. Also. Manches ist wirklich schon richtig unnormal. Da hätte ich schon von Anfang an das machen sollen. Waren 2 habe ich den jetzt weggehauen. Ey, dann drehe ich durch. Nee. Weil irgendwas hatte ich X gedrückt, ich hoffe richtig. Ey, ist ja unnormal, wie lange ist denn der hier oben, ey? Da könnte ich ja Ostern feiern in der Zeit.
Ja, wir müssen jetzt mal volle Power machen, sonst bin ich morgen noch nicht fertig und sitze hier immer noch drin. In der Zeit kann ich einkaufen gehen. No, ich muss jetzt mal einen Schluck nehmen von der Cola. Man hält es wieder furzdrucken. Weil die Billig-Cola, die schmeckt echt nur nach Zucker. Das ist ekelhaft. Aber die Coca-Cola habe ich leider schon ausgesoffen, deswegen. So, er hat hingekriegt, ey, irre. Nach 40 Jahren hat er endlich mal. So, wir mal langsam runterlaufen lassen. Ins Depot. Beinahe vergessen. Ich glaube, den werde ich jetzt auch vollkommen reinschicken und den anderen. Oder? Weil ich nicht weiß, wie sich das dann anfühlt. Anfühlt es gut. Verkaufen. Was kriegen wir noch für die Gurke? 49.000 sagt eigentlich alles, oder? Nee, also Falkenhagen auf. Wir werden das jetzt mal machen. Falkenhagen auf. Falkenhagen, Falkenhagen, Falkenhagen auf. Da. Oh. Du wirst das natürlich hier auch durchfahren, wie immer. Ja, war klar. Also nochmal, der andere, der ist immer noch drunten. Ich 28, la 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 la. Ein bisschen schneller hier. Ab ins Depot mit dir. So. Der da hinten wird den anderen Zug schön aufhalten. Ja, aber was soll man tun? So, der kann, den kann man verkaufen. Linie zuweisen. So. Hier stehen 100 Mann. Cool. So, ich mal sehen. Der wird natürlich da hinten jetzt den anderen Zug aufgehalten haben. Den Güterzug. Tippe ich mal in den Chart. Oder auch nicht. Hä? Ist der woanders lang geworden? Ach, der kommt ja erst dahin. Ach du Scheiße.
39 hat er bloß geholt, aber er fährt mit immerhin 65 km/h hoch. Das ist ja schon mal ein himmelweiter Unterschied zwischen den anderen. Weil die wollen ja auch irgendwann ankommen. Ja, unsere Straßenbahnen werden auch alt. Tram 5. Gut, ich glaube, der nimmt jetzt auch so einige mit. Hoffe ich mal. Ja, 70 voll. Und der hier 6. Okay, naja, weil er so schnell wieder unten war, hat sich das gar nicht gelohnt. So, doch. Einen haben wir noch. Das ist der Güterzug, der hier durchfährt. Der ist nämlich auch nicht mehr gerade der jüngste. 080 Details. Ja, 646. 35 Jahre auf dem Buckel. Der hat schon, was hat der? 1 Million, warte mal. Was habe ich jetzt gesehen? Von 1,4 Millionen. Wieso? Was ist das für ein Zug? Das ist also. Hä? Irgendwas haut er hier nie hin. Keine 1 Million wird haben. Die hier, die sind unnormal. Die sind voll. Halleluja, der muss jetzt warten, hat er Pech. Aber wie kommt denn das? Der hier. Ich sehe hier selber nicht mehr durch. Man denken, man hat den hier angeklickt. So. Wenn wir hier auch auflösen. Oh, was ist denn hier los? Oder ist hier auch mehr? Falkenhagen, wie lange braucht der? Waren Autosave? Waren 1 Falkenhagen. Der braucht 16 Minuten. Ey, das habe ich noch gar nicht festgestellt. Ist ja unnormal. Eigentlich müssten wir auch schon 2 Züge fahren, damit das überhaupt Sinn bringt. So, da holen wir auch gleich den anderen. Den hier. Kaufen. So. Alter, das ist ja unnormal. Unterwegs ins Depot. Gucken wir mal, wie der dann durchkommt. Also der braucht 16 Minuten, das ist ja unnormal. Waren 1 Falkenhagen. Ja, echt abartig. Hüpf mal rein. So, weg. Ja, da haben wir wieder Apfel und Ei gekriegt. Da, dum, dum, dum. Linie zuweisen waren 1 Falkenhagen, genau. So, und jetzt haben wir 7 Minuten gespart. Sehr schön. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Okay, jetzt machen wir bloß mal eine Mitfahrt. Mal gucken, wie der sich anstellt. Also indem er die Züge da behindert, wie auch immer. Okay,
Okay, so weit hier ist es gerade nicht. Schön wäre es natürlich, wenn er jetzt mal hier anhalten würde. Was er aber nicht tut. So, wir fahren jetzt einfach mal mit. Ist natürlich blöd, dass er jetzt nicht mehr da angehalten hat. Also wie man sehen, wir müssen schon relativ viel noch optimieren. Sonst ist das nämlich richtig blöd. So, jetzt kommt hier der Zug da hinten angebraust. Der wird wohl stehen bleiben müssen. Es sei denn, der ist noch schneller wie der. Oh, wird knapp. Ja, der muss dann da stehen bleiben. Okay. Hoffe ich doch mal, wird ihn jetzt ja nicht im Arsch fahren. So, bis jetzt kommt er hier durch. Unfallfrei dadurch. Das ist schon mal gut. Gerade so schön dabei sind. 24, 70, okay. Und er fährt ja mit 76 km/h. Das ist schon mal echt klasse, weil bei dem anderen, da ist er ja regelrecht eingeschlafen. So, gucken wir mal bei den Gleisen. Haben wir jetzt hier schon die? Die haben wir noch nicht. Also es dauert auch noch eine Weile. Bis da natürlich die richtigen Hochgeschwindigkeitsgleise kommen, die wir dann upgraden wollen. Hoffe ich mal, dass ich es hinkriege. Wenn das dann kommt, wenn es überhaupt so geht. Boah, die Cola, die schmeckt immer furchtbar. Die schmeckt wie. Also ganz komischer, süße Gummibärenzeug oder so. Bäh. Billig Cola, merkt man gleich. Naja. Was man nicht alles trinkt, wenn man Durst hat. So, mal gucken, wer hier noch plus minus macht. Bus. Holz-LKW haben wir hier noch zwei. Holzzug macht auch wieder plus. Bernstorf, ey, ist ganz unnormal. Und zweitens, ey, das ist ja auch noch. Oh. Also ich habe nie und nimmer damit gerechnet, dass wir so ein Geld machen. Also hier, Gießen und Luschendorf, selbst die sind hier mit. Mit 1,16 Millionen, das ist schon echt krank. Unsere Straßenbahnen machen natürlich voll miese. Weil wir sind die zu alt und ja gut, die brauchen zu lange, 107 Sekunden. Okay. Gucken, was jetzt sieht. Jetzt muss er hier warten. Ja, weil der andere Zug da drinnen steht. Ist ja egal, dafür sind die Signale da. Und dann ist das auch okay. Man kann ja ruhig hier warten. Steht zwar natürlich auf dem... lol. Auf dem Gleis und da läuft einer zu seiner Arbeit, glaube ich. Ja, nee, zu seinem Haus. Ach du Scheiße. Okay. So, jetzt kommt das nächste. Ich glaube, wir haben von Zug von vorne kommt keiner. Also wenn wir durchfahren können. Wenn Sie auch wundern, hier fährt ein Zug durch. Wollen wir mal einsteigen, mitfahren? Ja, dann werden natürlich in dem nächsten Video, die, was wir jetzt gesehen haben, die noch Minus machen. Die Trumps, die Straßenbahn auf Deutsch. Die werden wir dann auswechseln. Andere, da wird es natürlich auch schon aktuellere geben. Einer werden wir die natürlich dann nutzen. Das wird doch. Ist doch dann logisch. Jetzt haben wir natürlich was Neues. Ja, perfektes Timing. Im nächsten Video dann haben wir natürlich unsere Typ T1 Straßenbahn. Die nutzen wir natürlich und dann ist das doch richtig gut. Hier treffen sich zwei. Da wird der schneller sein und der muss eben warten. Der hat 78. Er wird doch nicht mehr irgendwie.
Oder bin ich jetzt so ein bisschen besoffen? So, Falkenhagen, gucken wir mal, was hier steht. Nichts mehr, wa? 26, doch, das sind nämlich alle verschollen gegangen, oder? Landen zum Cargo. Wo sind die hingegangen? Ich hab doch Cargo eingestellt, warum sehe ich die nicht? Da waren ja erst 100 Stück. Nee, das war was anderes. Verwechsel ich jetzt. Pardon. So, selbst jetzt gucken. 198 und versuchen Sie mir Holz anzuliefern. Macht er ja. Also, schneller kann er ja nicht, wenn der hier bloß 200 knapp hat. Kann er nur 82 anliefern, ne? Logischerweise. Okay, dann müssen wir ja was mal im nächsten Video machen. Da werde ich die Trams austauschen. Vielleicht auch noch ein paar andere optimieren. Und hier schon wieder. Ach, keine Ahnung, was hier ist. Warum ich immer hier diese Fehler habe. Die Grafikfehler, aber mich stört's nicht gerade. Dann werden wir dann die Trams ein bisschen aktualisieren. Also, wieder upgraden. Die wir hier schon haben, die werden dann schmeißt man dann einfach raus. Das ist jetzt gerade, was wir haben. Aub. Gucken wir mal, Tram Aub. Es macht da. Die machen alle Minus, also ist jetzt nicht gerade hier so ein Brüller, wo die sagen, oh, da will ich mitfahren. Entweder ist natürlich die Streckenführung jetzt so in dem Sinne beschissen. Dass sie sagen, nö, ich fahre jetzt nicht lang, weil du hier so eine Scheiße mehr gibst. Ja, müssen wir mal sehen, wie man das dann eben einstellen. Ich weiß auch schon wie. Okay, dann würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich mein Video bewertet. Gebt mir ein Like, ob es euch gefallen hat. Ein nicht gefällt mir, wenn es euch eben nicht gefallen hat. Kommentare dazu wären natürlich empfehlenswert. Wenn ihr eben bloß ein Nicht-Like macht, ist eben natürlich schlecht zu wissen, warum. Was da jetzt so schlecht gewesen ist, würde ich natürlich gerne wissen wollen. Schreibt es dann in die Kommentare. Über jede Antwort freue ich mich. Kritik, Wünsche oder Anregungen, wie auch immer. Alles einfach unter dem Video rein in die Kommentare. Wenn ihr natürlich kein Video verpassen wollt, gebt mir ein Abo. Also, gebt mir ein Abo. Abonniert mich. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Train Fever. Ja. Train Fever und dann müsste jetzt eigentlich die nächste Woche, wenn ich schaffe, werde ich Omsi vielleicht mal aufnehmen. Und was jetzt eigentlich ganz gut ist, um jetzt mal von dem Thema wegzukommen kurz, von Train Fever, kommt ja jetzt nächste Woche das GTA 5 raus für die PlayStation 4 vorbestellt. Ist es bei mir schon. Und dazu wird es dann dementsprechend auch Videos geben. Darauf freue ich mich eigentlich schon sehr. Werde ich dann mit zwei guten Kumpels aufnehmen oder zwei guten Freunden. Und ja, ich glaube, das wird richtig lustig. Könnt ihr euch verlassen. Und dann freue ich mich natürlich dann auch, wenn ihr einschaltet bei GTA bzw. zuguckt. Da gibt es dann natürlich auch die Livestreams. Die sind dann nicht zu vergessen. Die werde ich dann bei Facebook auch ankündigen. Ihr müsst natürlich eben dann bloß auf Facebook dieses Gefällt mir machen auf meiner Seite, damit ihr dann auch die Ankündigung nicht vergisst, weil ich werde nicht immer hier ein Video machen von einer Minute und sagen, hey Leute, morgen Livestream. Mache ich dann höchstens bei einer bestimmten Abo-Anzahl mal, aber jetzt noch nicht. Solange ist eben die Facebook-Seite da und dann werde ich dann das dort immer verkünden und anderes Zeugs eben wie Omsi und auf ich jetzt hier mal Train Simulator 2015 hier noch Let's Play. Welche Strecke etc. bla bla. Werde ich dann alles natürlich dann dort reinstellen. So, das war's dann jetzt erstmal von mir. Wiederhole mich gerne nochmal. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und freue mich dann, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet zu Train Fever bzw. zu GTA 5 oder zu Omsi 2 oder zu Train Simulator 2015. Ich sage da nochmal Bye Bye.